Über 100 Millionen Zierfische schwimmen in den Aquarien von Deutschen und Franzosen. Sie kommen meist aus Südostasien, Afrika oder Südamerika. Der Handel basiert vielerorts auf illegalen Fangmethoden. Fischen wir die Meere für unsere Aquarien leer? Salut, soyez les bienvenus dans CNews. Hallo. Wie wunderschön sind diese Wasserwelten mit all den Fischen, oder? Ja. Die könnte ich stundenlang betrachten. Aber wie schade wäre es, wenn wir sie nicht mehr im Meer, in ihrer ursprünglichen Umgebung betrachten könnten. So weit darf es nicht kommen, das hat der Mensch immerhin schon mal erkannt. Wie kann man also Zierfische schützen? Als erstes geht unsere Reise nach Indonesien, denn da kommen einige der beliebtesten Zierfische her. Der Film Findet Nemo machte Dory, eine vergessliche Palettendoktorfischdame, weltweit bekannt. Seither ist der Fisch bei vielen Aquarianern begehrt. Woher stammt der blaue Doktor und wie wird er gefangen? Eines der größten Fanggebiete für Zierfische ist der indonesische Archipel nördlich von Australien. Die rund 17.000 Inseln erstrecken sich über eine Länge von 5.000 Kilometern im Westpazifik. Eine davon ist Sulawesi. Viele Küstenfischer leben hier vom Zierfischfang. Manche setzen dabei ein hochgiftiges Mittel ein, Cyanid. Ein Fischer zeigt, wie das Ganze funktioniert. Meistens nehmen wir solche Flaschen. Die werden mit Seewasser gefüllt. Mit einer Flasche kann man ungefähr 10 Fische fangen. Jeder Sprühstoß ist ein Fisch. Wenn ich 10-mal sprühe, sollte ich am Ende 10 Fische haben. Der Fischer mischt das Natriumcyanid in Pulverform mit Meerwasser. Gering dosiert führt das Atemgift zu Lähmungserscheinungen, in höheren Dosen zum Tod durch Ersticken. Bei Tieren und bei Menschen. Von den Fischern nimmt jeder eine Flasche zum Tauchen mit. Cyanidfischen ist nicht nur aus gesundheitlichen Gründen riskant. In Indonesien stehen darauf bis zu 5 Jahre Gefängnis. Doch für die Fischer zählt vor allem eines: schnelle Fangerfolge. Es wird ein Loch in den Deckel gebohrt. So kann man die Flüssigkeit einfach rausspritzen. Ein kleiner Sprühstoß für jeden reicht. Und nach einer kurzen Zeit sind sie schon betäubt. Die Gefahr ist groß, die Tiere dabei zu schädigen oder umzubringen. Wenn sie betäubt sind, kann man die Tiere einfach so nehmen und ins Netz legen. Die Fischer tauchen ohne Hilfsmittel. Sie gehen einem waghalsigen Job nach, für einen geringen Verdienst. Das Gift hilft ihnen zwar, schnell an Zierfische zu kommen, Cyanid betäubt aber alle Lebewesen, die damit in Kontakt kommen. Für Korallen ist es tödlich. Zurück bleibt eine öde Unterwasserwelt. Genau das will die deutsche Meeresbiologin Christiane Schmidt in anderen Küstengebieten Indonesiens verhindern. Sie begleitet eine weitere Fischercrew, um sich ein Bild von deren Arbeit zu machen. Wir haben schon Informationen bekommen, dass eben die Fischer immer weiter rumziehen müssen, halt in entlegenere Gebiete, weil es eben in den früheren Fanggebieten keine Fische mehr gibt. Und man jetzt anfängt quasi zu nomadieren in Indonesien, um an diese Fische zu kommen. Die Fischer fahren bei Sonnenaufgang raus. Mit auf Tour der Zierfischeinkäufer Ngura. Er arbeitet für einen Großexporteur in Bali, der Zierfische im großen Stil verkauft. Ich hoffe, wir können so um die 100 Doktorfische fangen. In mittlerer Größe. 500 Exemplare des begehrten Palettendoktors braucht der Händler jede Woche für den Export.
Wir sind jetzt 4 Stunden hierher gefahren. Das kostet für die Fischer einen Haufen Benzin. Und es gibt ja keine Garantie. Das Meer ist leider kein Kaufhaus, wo man sich die Fische einfach aus dem Regal holen kann. Und das ist vielleicht auch das, was in den Märkten oft unterschätzt wird. Das Boot dieser Crew ist mit Kompressoren ausgerüstet. Sie versorgen die Taucher über Schläuche mit Sauerstoff. Die brauchen halt einen Kompressor, um auch so zu fischen in der Art und Weise, eben so behutsam und ohne die Korallen zu zerstören. Was sie eben beim Freitauchen einfach nicht machen können, weil sie die Zeit nicht haben. Und das ist dann natürlich auch der Schritt, wo vielleicht dann eben auch mal Cyanid zum Einsatz kommen kann, weil es geht eben einfach schneller und einfacher, Tiere, die sich verstecken, eben damit rauszulocken. Christiane Schmidt will viele Fischer vor Ort aufklären und für schonende Fangmethoden gewinnen. Dank der Luftversorgung unter Wasser können die Taucher begehrte Exemplare wie den Doktorfisch gezielt in Netze treiben. So bleiben Korallen, andere Lebewesen und auch die Fische selbst unbeschadet. Hier ist noch nicht lange Aquarienfischerei, die betrieben wird. Die Fische sind erst jetzt hierher geschickt worden, um eben zum Beispiel den Palettendoktor eben zu finden oder seltenere Arten, die eben in den nahegelegenen Fanggebieten von den Expositionen nicht mehr zu finden sind. Und dementsprechend sind die Riffe noch in einem ganz guten Zustand. Aber man sieht auch schon erste Anzeichen. Wir sind jetzt natürlich gerade nicht in einem echten Riff, denn so viele gibt es davon mitten in Berlin jetzt nicht. Aber auch in so einem Aquarium muss viel beachtet werden, damit das ökologische Gleichgewicht stimmt. Woher diese Fische kommen, das werden wir gleich klären. Aber davor schauen wir uns die Hitliste der beliebten Fischarten an, die bei den Aquarianern in Frankreich und Deutschland schwimmen. Der Clownfisch braucht wenig Platz und ist ein genügsamer Aquarienbewohner. Kardinalbarsche brauchen mehr Platz zum Schwimmen und viel Rückzugsraum in der künstlichen Unterwasserwelt. Mit der Größe des Beckens wachsen die Ansprüche an die Aquarientechnik und Ausstattung. Mit der Pflege des Hawaii-Doktorfischs sollte sich der Halter auskennen. Sein Verwandter, der Palettendoktorfisch, ist anspruchsvoll. Er ist ein Dauerschwimmer. Wer ihn artgerecht halten möchte, braucht viel Erfahrung. Der Pfauenkaiserfisch gewöhnt sich nur schwer an neue Lebensräume und ist wählerisch im Futter. Ein Fisch für echte Experten. Tierpfleger Heiko Franke kümmert sich im Aquadom täglich um das Wohl der Aquarienbewohner. Wir sind jetzt hier im Keller des Aquadoms. Was passiert hier genau? Ja, hier stehen die ganzen Filteranlagen, die Technik, die Hauptförderpumpen und natürlich unsere Quarantäneanlage, wo zuerst, wenn Fische ankommen, die erstmal quarantänisiert werden. Woher bekommen Sie die Salzwasserfische hier im Aquadom? Also unsere Fische bekommen wir von einem Großhändler aus Deutschland. Dann bekommen wir noch Fische von Züchtern. Aber der größte Teil sind Wildfänge aus Indonesien oder aus dem Indopazifik. Gerade bei den Wildfängen haben wir ja auch gesehen, es wird nicht eben nur mit Netzen gefischt, sondern teilweise auch mit Gift. Ist Ihnen auch schon mal ein Giftfang untergekommen? Nein, also wenn wir das mitkriegen würden, würden wir sofort den Kontakt zum Händler abbrechen. Wir beziehen wirklich nur Fische aus Netzfängen und achten sehr darauf. Das heißt, kann man tatsächlich möglicherweise auch als Laie, wenn man als Privatmann ein Aquarium hat, erkennen, dass ein Fisch aus dem Giftfang kommt und den dann vielleicht nicht kaufen? Ja, es ist immer schwer zu sagen, ob das ein Giftfang ist. Wichtig ist, dass man als Laie sich einen erfahrenen Aquarianer mitnimmt,
dort sich die Fische anguckt in Ruhe, guckt, ob die Fische auch fressen, sich vom Verkäufer zeigen lassen, ist okay, sich den Fisch reservieren lassen und vielleicht noch mal ein paar Tage später gehen, ob der Fisch noch top ist und dann erst, sag ich mal, den Fisch kaufen. Aber haben Sie nicht das Gefühl, dass Sie als Aquarianer dem Meer die schönsten Fische rauben? Wir besorgen uns keine Fische, die auf der Artenschutzliste stehen, also die sehr bedroht sind. Sehr seltene Fische werden hier nicht zur Schau gestellt. Wir bekommen auch viele Fische von Hobby-Aquarianern, die vielleicht ein zu kleines Becken haben, wo der Fisch zu groß wird. Und die übernehmen wir und die bekommen sozusagen ihr Gnadenbrot hier im Aquadom. Wir haben jetzt eben schon entdeckt, da hinten stehen 3 Transportkisten. Sind das auch neue Fische? Ja, die sind heute angekommen. Das ist vom deutschen Großhändler. Und die werden jetzt ausgepackt und in die Quarantäne verbracht. Gucken wir mal. Ja. Was passiert jetzt mit diesen neuen Fischen? Ja, die neuen Fische waren jetzt ein paar Stunden unterwegs. Die sind zwar mit Sauerstoff gefüllt, die Tüten gewesen, aber der Fisch hat ja was ausgeatmet. Das heißt, wir überprüfen den pH-Wert. Deswegen machen wir jetzt erstmal die Fische in so einem Zwischenbehälter und dann messen wir den pH-Wert und die Temperatur und passen das dann Quarantänebecken an. Und wenn die Werte annähernd gleich sind, dann wird der Fisch in dieses Quarantänebecken eingesetzt. Und der letzte für dich. Und wie solche Meeresbewohner hier den weiten Weg von Indonesien bis nach Europa schaffen, das gucken wir uns jetzt mal genauer an. Etwa 90% der marinen Aquarienfische werden wild gefangen. Die Fischer verpacken sie an Bord einzeln, versorgen sie mit Sauerstoff und lagern sie unter Deck. Dann beginnt für die Zierfische eine Reise um die halbe Welt. Von Parigi auf Sulawesi geht's mit dem Auto 8 Stunden nach Palau. Und dann 16 Stunden im Flieger über Makassar bis ins 2000 Kilometer entfernte Denpasar auf Bali. In der Provinzhauptstadt kommen die Fische zum zentralen Großexporteur, der den weltweiten Vertrieb organisiert. Die erste Reiseetappe überlebten früher nur etwa 50% der Meerestiere. Das hat sich grundlegend geändert, auch durch die Arbeit von Christiane Schmidt. Sie gründete einen Verein, der sich für den schonenden Fang und Handel von Zierfischen einsetzt. Regelmäßig begutachtet die Deutsche, wie Haltung und Kontrollen bei dem indonesischen Zierfischexporteur ablaufen. Wenn wir den Verdacht haben, dass Fische mit Cyanid gefangen wurden, dann lehnen wir die konsequent ab. Bei solchen Fischen kann man ziemlich schnell erkennen, dass sie Probleme haben. Die Einstellung des Händlers übt einerseits Druck auf seine Zulieferer aus, nachhaltige Fangmethoden zu praktizieren. Andererseits stecken dahinter natürlich auch wirtschaftliche Interessen. Denn nur gesunde Tiere lassen sich weiterverkaufen. So, für die Reise bekommt der Fisch 30% Wasser und 70% Sauerstoff. Zuerst drücken wir die Luft raus. Und dann pumpen wir den Sauerstoff rein. So verpackt stehen den Fischen noch mindestens 12.000 Flugkilometer bevor. Also ich bin überhaupt nicht gegen diesen Handel, weil ich denke wirklich, das ist unrealistisch zu sagen, so, man verbietet es halt oder lässt es einfach. Also dann fördert man einen Schwarzhandel und den kann man überhaupt nicht mehr regulieren halt. Das hat man gar nicht mehr unter Kontrolle. Und Kontrolle ist für mich eben auch das Stichwort. Also ich denke, es braucht viel mehr Regulierung, einfach Gesetzes, per Gesetz halt Regulierung von dieser Fischerei. Für den Transport werden die Fische in Styroporboxen gepackt. Sie schützen die Tiere vor Temperaturschwankungen. Täglich geht ein Container voller Zierfischkisten nach Deutschland. Ihre nächste Reiseetappe führt die Fische von Denpasar nach Frankfurt, einen der größten Umschlagplätze für Zierfische in Europa. Die exotischen Importe gelangen anschließend über Händler wie hier auf einer Messe in Friedrichshafen in die Aquarien der Zierfischliebhaber. Die optimale Pflege von Meeresfischen setzt viel Erfahrung voraus. Anfänger sollten mit Süßwasserfischen starten. Insgesamt verlangt der Markt immer mehr marine Aquarienware.
Meeresbiologen fordern deshalb, gefährdete Zierfische ins Washingtoner Artenschutzabkommen aufzunehmen. Das könnte den Handel mit Wildfängen eindämmen und die Riffe besser schützen. Achtung, Fische! Bevor diese Fische sich dem pH-Wert in dieser Quarantänestation anpassen, muss zuerst kontrolliert werden, ob sie gesund sind. Tierarzt Jan Wolter sorgt dafür, dass die Fische gesund in das Aquarium kommen. Herr Wolter, in welchem Zustand befinden sich die Fische, wenn sie bei Ihnen landen? Die Tiere sind in der Natur infiziert mit verschiedenen Außenparasiten. Und je nachdem, welche sie mitbringen, müssen wir sie entsprechend feststellen und auch behandeln. Und wie sieht die Untersuchung? Was machen Sie jetzt? Wir machen einmal Hautabstriche für die Untersuchung auf die Außenparasiten und zweitens bakteriologische Untersuchungen, um zu sehen, mit welchen bakteriellen Krankheitserregern sie eventuell infiziert sind. Jetzt geht's zum Arzt. Stellen Sie den einfach mal hier auf den Tisch. Halten wir den Beutel einfach so ein bisschen offen. Jetzt einfach nur halten. So, was wird das? Schnell der Hautabstrich gemacht. Hier sind jetzt die, wenn vorhanden, die Außenparasiten, die auf der Haut sitzen. In der Probe, die kommen direkt auch unter das Mikroskop, müssen ganz frisch mikroskopiert werden. Und Parasiten? Also toi toi toi, bisher nicht. Das würden Sie sofort sehen? Ja, die würden wir sofort sehen können. So, als nächstes nehmen wir jetzt mal die Proben für die bakteriologische Untersuchung. Dafür wird erstmal die Impföse sterilisiert. Aber keine Bange, das wird gleich wieder ganz kalt sein. Dem Fisch tut das nicht weiter weh. Was werden Sie damit sehen können? Das ist jetzt der Abstrich gewesen auf dem Nährmedium, auf dem sich die Bakterien vermehren können. Wenn welche vorhanden sind, bekommen wir da kleine Kolonien. Und die können dann anschließend bestimmt werden bzw. auch getestet werden, welche Antibiotika dagegen wirksam sind, um die ganz gezielt einzusetzen. Ich meine, allein diese Untersuchung ist ja schon recht umfangreich. Machen Sie das mit allen Fischen, die hier angeliefert werden? Nein, alle Fische nehmen wir jetzt nicht. Hier von den Farnbarschen haben wir ja relativ viele bekommen. Da suche ich mir jetzt nur stichprobenweise die eventuell auffälligen raus, um eventuelle Infektionen finden zu können. Wenn wir Einzeltiere bekommen, da wird natürlich jeder Einzelne untersucht. Und was passiert, wenn Sie was finden? Dann wird entsprechend des Befundes mit den entsprechend wirksamen Medikamenten behandelt im Quarantänebecken, also weit ab vom großen Aquarium. Die Quarantäne ist sehr unterschiedlich lang. Das sind 4 bis 6 Wochen absolutes Minimum, kann aber auch bis hin zu 6 Monaten dauern. Wenn man jetzt Hobby-Aquarianer ist und sich einen exotischen Fisch auch kauft, bis zu 6 Monate Quarantäne, ist das nicht ein bisschen übertrieben für zu Hause? Ich würde auf jeden Fall immer empfehlen, dass wir wenigstens die 4 Wochen oder zumindest ein bisschen länger als Quarantäne immer einhalten, im extra Aquarium mit extra Technik, um die Tiere einfach beobachten zu können, um zu verhindern möglichst, dass irgendwelche Krankheiten in ein alteingefahrenes Aquarium eingeschleppt werden. Weil damit gefährden wir den Altbestand. Dankeschön. Danke, bitte. Kein Leinenwerk, sondern großes Know-how benötigt auch die Zucht von Meeresfischen. Aber warum ist es überhaupt so schwierig? Für Meerwasseraquarien werden über 1400 Arten angeboten. Im Gegensatz zu Süßwasserfischen lassen sich allerdings nur wenige Salzwasserarten nachzüchten. Im Zentrum für marine Tropenökologie in Bremen versuchen Forscher unter Leitung des Meeresbiologen Andreas Kunzmann, Meeresfische in einer Kreislaufanlage zu züchten. Wie alle Züchter müssen sich die Wissenschaftler zunächst mit den biologischen Eigenschaften der Tiere auseinandersetzen. Wie funktioniert der Fisch eigentlich? Also wie ist der Lebenszyklus vom Fisch? Und Lebenszyklus könnte man grob erstmal unterteilen. Das geht los vom Ei, geht über eine Larve, dann kommt es zu einer Metamorphose, dann hat man einen Jungfisch, dann reift der Jungfisch irgendwann heran, wird ein adulter Fisch, ist also geschlechtsreif, das ist quasi die Definition. Und dann hat man einen erwachsenen Fisch.
Und jedes dieser Lebensstadien erfordert unter Umständen ganz andere Bedingungen an Wasserqualität, an die Umgebung, an ihr Futter. Und diese Ansprüche muss man natürlich alle optimal befriedigen. Fische reagieren sensibel auf kleinste Veränderungen ihres Lebensraums. Und jede Art hat ihre Besonderheiten, auch bei der Brutpflege. Kardinalbarsche sind Maulbrüter. Das Männchen nimmt die befruchteten Eizellen beim Ableichen sofort in sein Maul auf. Während der Nachwuchs heranreift, muss der Barsch fasten. Etwa 30 Tage lang. Andreas Kunzmanns Team erforscht, wie Fische in ihren Entwicklungsstadien auf Veränderungen reagieren. Clownfische gehören zu den wenigen Arten, die sich gut nachzüchten lassen. Sie leben paarweise. Das ist quasi ihr Schatz, den sie haben als Fischnachzüchter, wenn sie Brutpaare haben, die einfach gut harmonieren miteinander und bei denen das funktioniert und die auch erfahren sind. Also zum Beispiel ein unerfahrenes Elternpaar, das gibt es wirklich bei Fischen, legt dann Eier und man sieht dann, dass aus den Eiern einfach deutlich weniger Larven schlüpfen. Die Eier, die das Weibchen durch seine Legeröhre ableicht, werden von seinem Partner sofort besamt. Es dauert Stunden, bis so ein Gelege fertig ist. Aus den 150 bis 300 Eiern werden bei guter Brutpflege nach rund 9 Tagen fast ebenso viele Larven schlüpfen. Die muss der Züchter dann separieren und mit speziellem Futter versorgen. Das größte Problem bei Fischnachzuchten ist, dass sich die Maulgröße sehr schnell verändert und insbesondere die ganz kleinen Larven so kleine Mäuler haben, dass sie die meisten Futterorganismen überhaupt nicht aufnehmen können. Man muss also quasi maßgeschneidertes Futter zum richtigen Zeitpunkt zur Verfügung haben. Der Fischnachwuchs braucht Lebendfutter, im Larvenstadium kleine Algenarten. Wenn sie zu Jungfischen heranwachsen, kleine Krebstiere. Nährstoffreste und Ausscheidungen der Fische beeinträchtigen die Wasserqualität erheblich. Das sind, würde ich mal sagen, die größten Herausforderungen am Anfang, ein System stabil so hinzubekommen, dass Nährstoffe, die ins Wasser abgegeben werden, Schmutzstoffe, Ballaststoffe, auch wieder entfernt werden und das Wasser also stabil eine gute Wasserqualität aufweist. Bei optimalen Bedingungen erzielen die Züchter Quoten von 70% und mehr pro Gelege. Kann das den Zierfischhandel künftig verändern? Es ist utopisch, dass der Bedarf gedeckt wird durch Nachzuchten, weil der Bedarf einfach so viel höher ist als das, was machbar ist. Insbesondere eben, weil der Verbraucher nicht gewillt ist, höhere Preise dafür zu bezahlen. Es ist so leicht, an Wildfänge heranzukommen und die Preise sind so niedrig und die Konkurrenz ist auch mittlerweile ziemlich groß, dass jemand, der sich echt etablieren möchte als kommerzieller Fischnachzüchter oder generell Zierorganismen-Nachzüchter, das unheimlich schwer hat, sich zu behaupten am Markt. Etwa 10 bis 20 marine Fischarten können heute zuverlässig nachgezüchtet werden. Dazu gehören Seepferdchen. Genauso verschiedene Barscharten wie der Mirakelbarsch. Doch für die Züchter ist schon der technische Aufwand enorm und verursacht hohe Kosten. Die Nachzucht von Clownfischen und anderen Arten lohnt nur, wenn aufgeklärte Käufer den Mehraufwand honorieren. Und haben Sie hier auch Clownfische aus einer Zucht? Das sind zwar keine Clownfische, wie zum Beispiel der Nemo, sondern das handelt sich um ein Samtanemonenpärchen, was wir aus einer Zucht bekommen haben. Und das sind auch so die einzigen Fische, die wir von Züchtern bekommen. Leider ist es sehr schwierig, die Fische zu züchten. Und da wäre es eben sehr toll, wenn wir mit Aquarien, Aquarianern, auch dem Handel enger zusammenarbeiten würden, um vielleicht Erfahrungsaustausch zu machen. Das heißt, Sie wären theoretisch alle bereit zum Auswildern? Also Auswildern ins Aquarium? Die könnten wir jetzt sofort aussetzen, ja. Dann nehmen wir doch jetzt mal hier zwei von den Großen. Ja. Na, ich blau, du gelb. Ja. Super. Und ab ins große Aquarium. Ja.
Vielen Dank, Herr Franke. Ja, vielen Dank für eure Hilfe. Danke, ciao. So. Und da möchte man am liebsten selber tauchen, ne? Ja, stimmt, du hast ja einen Tauchschein. Ich glaube, ich muss das auch mal hinterher schieben, irgendwann mal einen Tauchschein machen, damit ich diese Fische auch mal in freier Natur erlebe. Ja, ja. Lieber in Indonesien dann direkt. Zum Beispiel. Wir sagen tschüss. À la prochaine.